Hallo Welt, hier ist Caro 023 und 4 mit dem letzten Teil der Robot One Serie, Robot One Einscreen. Die schwöre ich jetzt gerade diesmal auf normal, weil ich es auch schaffen will in diesem Video. Und New Game. Es gibt wieder Story, es ist das Jahr 2006 und ein paar Wochen oder zwei. Robot hat Shenigan? Keine Ahnung. Robot hat Kitty ins Weltraum geschossen, weil er keine Lust mehr auf den ganzen Mist hat. Und jetzt geht er mit Papi zum Eiscreme-Planeten, um sich Eiscreme zu holen. Leider ist der Eiscreme-Planet weit weg und es dauert 10 Jahre, bis er hinzukommen. Und Robot muss auch eingefroren werden, weil das die Schaltkreise frisch hält. Und jetzt ist er auf dem Eiscreme-Planeten. Ja, toll. Und ich. Es fühlt im Hintergrund Flugzeug, das nervt mich schon wieder. Egal, man hat gesehen, dort war jetzt. Wir werden von Papier verfolgt. Und es regnet um und die erste hat gleich unsere Eiscreme zerstört. Oh, aus. Ah! Na. Ah. Gleiten, Pech und Pannen. So. Jetzt. So, was können wir? Wir können springen. Und das war's dann auch. Und wir werden von Papi verfolgt. Und man sieht unten rechts, unten Mitte, dass wir. So doof sind, um zu springen. Dass wir jetzt drei Herzen haben. Das heißt, wir können dreimal schaden, bevor wir sterben. Und wir haben unseren Laser aus dem ersten Teil wieder. Juhu. Toll. Au. Ich bin ein Held. Und. Ja, es gibt so meine Oberwelt, eine Unterwelt. Die Musik ändert sich wie immer. Papi hängt fest. Und Papi hat. Oh, jetzt war ich rot. Mystische Fähigkeit, sich zu teleportieren. Das ist doch mal episch. Und was haben wir hier? Was ist denn das? Oh! Robot schießt schneller. Nett. So, mal speichern. Und hier haben wir dann auch schon. Und dann hat er den Safety Bot, der schnell schießt und nur von vorne Schaden nimmt. Oh, das war schon nett. Und wir erhalten den allseits beliebten Doppelsprung. Und Papi ist durch und durch nutzlos. Hä? Hä? Das ist ja minimal. Das ist ungewohnt. Toll. Checkpoint und. Oh, nett. Ja, es gibt hier bergeweise Upgrades. Und. Daryl Omen erinnert mich an jemanden aus dem letzten Spiel. Atomic Robo Puppy. Und 9X. Ach, ich habe noch keine Atomenergie. Atombatterien. Hält Energie für Robot Atompower. Jetzt haben wir Puppy zum Beispiel in. Ja, was ist das? In eine Turret verwandelt. Ja, das ist episch. Angry Box. Was macht die Kiste? Oh, ah! Sie spammt Gegner und Papi hängt fest. Oh. Ja, die Bosse sind merklich leicht irgendwie. Jetzt haben wir hier Dreifachschuss bereits. Und wir feuern schneller. Und was haben wir hier? Ah, jetzt können wir das gelbe Zeug von besiegten Gegnern einsammeln. Das ist nämlich Atomenergie. Ja, wahrscheinlich ist es einfach nur Atomenergie, weil es episch klingt. Und wir feuern noch schneller und der Doppelsprung ist so nutzlos. Und was gibt's hier drüben Schönes? Gegner, Gegner, Gegner. Ich bin schon wieder auf meinem letzten Herz. Ganz davon abgesehen, dass die Herzen natürlich ganz offensichtlich woanders herkommen. Komm ich oben ran? Nö. Checkpoint und noch mehr tot. Oh Gott. Holy moly!
Ah ja, genau. Der kommt an verschiedenen Orten zufällig raus. Und tot. Ich bin zu mächtig. Ah ja, genau. Die Robot Puppy Upgrades. Atomic Robot Puppy, was auch immer. Geben Puppy mehr Schüsse, bevor sie sich wieder deaktiviert. Und ich überlege gerade, wo ich als nächstes hin will. Ich gehe einfach mal hoch wieder. Und ja, ich weiß gar nicht, warum man den wirklich braucht. Ich will auf jeden Fall in dem Spiel wirklich versuchen, alle Upgrades zu finden. Weil gerade gegen Ende die Endgegner wirklich krank sind. Oh, ein Double Jump Upgrade. Der zweite Sprung ist höher und Atomic Robot Jets. Bist du ein Endgegner? Der ist ein Endgegner. Also Atomic Robot Jets, das ist eine schlechte Situation, um das zu zeigen. Moment. Puppy, hilf mir. Ein Puppy bekommt automatisch alle Waffen Upgrades, die wir auch haben. Also würde ich sagen. Jetzt habe ich keine Energie mehr. Mist. Double Jump. Ah, genau. Wenn man dann kommt. Und jetzt ging das. Ach ja, richtig. Man muss so unten gedrückt halt. Und dann geht Robot in den Raketenmodus. Raketen. Hopp. Und wir müssen jetzt auch wieder. Oder reicht die Rakete, um dort hochzukommen? Ich weiß immer genau, wie man die steuert. Also unten halten und dann. Au! Oh, sterben! Natürlich. Also mal nach unten halten und dann. So, genau. Ich habe doch nicht alles vergessen von diesem Spiel. Und. Oh, die Bomben nerven. So, du bist tot, du bist tot. Robot Jets. Speichern. Tot. Tod und Zerstörung. Oh, das habe ich geschafft. Ist die Frage, komme ich dort hoch mit meinen Raketen? Oh. Und eine Atombatterie. Das gefällt mir. Mehr Batterien bedeutet mehr Atomkraft. Es ist eine Spinne. Krass. Wie hat man dich denn getötet? Ach, richtig. Muss ich kurz warten, hochfliegen und von hier oben draufhalten. Ganz schwer. Und wir haben einen verstärkten Double Jump. Wieder. Ja, es gibt in diesem Spiel wirklich absurd viele Upgrades. Es ist ganz einfach der längste Teil der Serie. Und das große Finale und was ich nicht schon alles erzählt habe darüber. Es ist episch. Hier war das Solarenergie-Upgrade. Genau. Damit können wir mit dem Solarenergie-Upgrade bekommen wir automatisch sterben. Was ist denn? So. Was ich sagen wollte, mit dem Solarenergie-Upgrade können wir Destructo heißt die übrigens. Solange wir auf der Oberfläche sind, automatisch Energie wiederherstellen. So, jetzt habe ich den Satz zu Ende formuliert. So, noch ein Flug-Upgrade, noch mehr Plasma-Coils und wir holen uns den Tod, weil der Tod Spaß macht. Ja, wer wollte nicht schon immer mal sterben hier? Du stirbst und wir fliegen dort hoch. Es reicht. Ja, das Problem ist, wenn wir einmal Fliegen aktiviert haben, bleibt das so lange aktiv, bis unsere Batterien wirklich komplett leer sind. Was nicht immer schön ist. Haben wir eine Batterie voll? Wir haben eine Batterie voll. Und hoch. So. Jetzt schießt Papi 11-mal, bevor er sich deaktiviert. Und natürlich ist Papi unsterblich, er ist ja immerhin ein Hund. Wenn ihn Kitty nicht umbringen konnte, dann kann es niemand. Und wir schauen mal, was es hier noch so Schönes gibt.
Bräuche schon? Ja, Bräuche. Oh Gott, die Spielwelt hier ist ein riesiges Labyrinth. So. So. Und, man hat es vielleicht gesehen, wir haben gerade einen Combo-Kill gemacht. Ja, das gibt's hier. Hier sterbt alle. Oh, eine Batterie. Das ist nicht schlecht. So. Weiter rüber. Was gab's denn hier drüben? Energie. Ah ja, genau. Ich weiß es noch. Hier drüben gibt's die ultimative Waffe, den Banana Rang. Und jetzt schießen wir Bumerangs anstelle von Lasern. Ja, nicht Bumerangs, das sind Bananen. Und sie prallen an Wänden ab und sind absolut tödlich. Ja, ja, Secret gefunden. Mal so nebenbei. Warum nicht? Hüpp, Solar Collector. Rüber. Rüber, holy moly. Okay, was jetzt? Oh Gott, diese Welt ist einfach zu groß. Hoch. Dann würde ich mal sagen, ich gehe an die Oberfläche jetzt, da ich genug Energiereserven habe. Und schauen wir mal die Wände hier an. Ich glaube, da gab es auch was. Genau. Und hier haben wir jetzt die letzte Fähigkeit. Atomic Robo Blast. Ja, jetzt habe ich keine Batterien mehr, um das zu zeigen. Da haben wir es. Tod und Zerstörung. Wie immer eben. Hoch, 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 hoch. So, jetzt warten wir kurz. Da ja unsere Atom-Solar-Fähigkeit das wieder auffüllt. Und fliegen dort rüber. Jump Booster. Oh, das war mein Tod. Ja, man hat es bereits gesehen. Oben ist ein Raumschiff. Und dieses Raumschiff ist gleichzeitig die letzte Stage des Spiels. Oh. Ich habe zu wenig Batterien. Und dann gehen wir mal gucken, was es hier noch so schönes gibt. Also es ist gerade die Upgrades an der Unterseite des Raumschiffs sind fies platziert. Weil man da beim besten Willen nicht rankommt. War ich hier schon? Jo. Speichern. So. Dann fliege ich mal dort hoch. Ah, ich sag, ich fliege dort hoch. Oh Gott. Batterieverschwendung. Ja, der epische Teil des ganzen Spiels erwarten, dass die Batterien wieder voll werden. Ja, da lasse ich halt nicht gegen machen. Und hoch. Was gibt's hier? Plasma Trolls. Tod und Zerstörung durch Bananen. Warum nicht? Ja. Ja, tut mir leid, ich kann nicht alles machen jetzt. Das. Das war doof. Probier mal, ob ich durchfliegen kann bis hoch. Und es geht nicht. Oh, ich bin hier gelandet. Scheiße. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Lass mich hoch. Erstmal ernsthaft, Robert war noch nicht schwächer als in dem Spiel hier. Im letzten Teil konnte er an Decken laufen, ohne dass was dabei ist. Dann hat er den Kittycopter gehabt. Der anders hieß, ich weiß. Und hier, was kann er hier? Er kann. Er wird von einem Hund verfolgt. Und tot. Ich bin so doof.